Hi Leute, Doc Better 4. Heute spielen wir einen Early Access Titel. Er heißt Tales from Hoyabacu Forest. Diesen Wald in Rumänien, also in der Nähe von Klausenburg, gibt es tatsächlich. Dort soll sich alle paranormale Ereignisse zugetragen haben. UFO-Sichtung und Geister und du Teufel, ja. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Wir sind im Jahr 1912. In Rumänien lieben sie Metal. Ce fa vecine? De unde vii? Uite tinere, vin de la ora. Ich komme von der Stadt. Am vândut și-o 5 oi. Ich habe auch 5 Schafe bezahlt. Într-adevăr. Hai că mă duc acasă, că mă așteaptă soția. So, aber jetzt gehe ich nach Hause, weil meine Frau auf mich wartet. Taschenlampe. Tastaturbelegung. La cât de întuneric, chiar trebuie să nu mă abat de la cărare. Es ist dunkel, ich sollte auf dem Weg bleiben. Das war ein harter Arbeitstag. Ich habe Geld für eine Woche gemacht und nicht übel. Jetzt möchte ich nur noch heim zu meiner Familie. Gar nicht so schlecht aus, ja. Schade nur, dass es dunkel ist. Hoppa. Machen wir lieber die Lampe an. Nicht, dass... Ja. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass noch ein Jumpscare kommt. Wir laufen ordentlich, aber wenigstens schnell. Diese Nacht ist anders. Ich fühle mich nicht so gut. Ne, ich mich auch nicht. Mi-au trebuit mie femei în loc să ajung acasă mai repede. Oh, er ist auch mal verkehrt abgebogen. Bei irgendwelchen anderen Frauen. Und niemand sollte über seine Sünden Bescheid wissen. Nein, in Rumänien gibt es gar keine Tiger. Boah, Leco Mio. Bis jetzt ist das eine
Walking Sim mit Jumpscares. Schwert und Schild, ist das eine alte Kneipe und was? Hier liegt. Da oben war jemand und hier liegt jemand und zappelt. Wahrscheinlich Pilze. What the hell is happening? Was zur Hölle ist hier passiert? Typischer Arbeitsunfall. Beim Holzhacken selbst den Kopf gespalten und sich danach noch. Was ist denn da passiert? In den Chipara Diavolului. In den Sack begeben. Die Auferstehung des Teufels, irgendwas hat er gesagt. Oh, Mensch! Was macht Arnold Schwarzenegger hier? Und warum ist er gehäutet? Leckst mir am Arsch. So, wir kommen an einen See. Wunderschön. War das wieder Arnold? Was macht der hier? Ich glaube, ich muss ab. Lauf, lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Futus Grinchelnitsa Mutti de Arătare. Wurden wir von einem österreichischen Muskelberg gejagt. Und auch meine Gesundheit ist nicht mehr so sehr gut. So sieht's besser aus. Sumisul Mick. Das Kind war nicht artig, oder? Na, das gucken wir uns doch an. Klingt so lieblich. Jetzt hat er uns wohl erwischt. Arnold. Der Gehäutete. Na, sag mal. Die müssen wir mal zum nächsten Figaro schicken. Die Haare sahen echt nicht gut aus. Und eine Stimmbändermassage brauchst du auch. Eine rausgerissene Bibelseite. Oh, das lese ich nicht, nee. Ups, das bekommen wir. Jo, haben sie den mittelalterlich, oder naja, 1900 war nicht mehr Mittelalter, aber vielleicht haben sie den lobotomiert. Der sah operiert aus. Ups. Wunderschöne Z-Türen, ich mag die. Bis auf eine Leiche. Nichts.
Bisschen Blut und sonst nichts. Oh, leck mich am Arsch. Was macht denn Arnold dort? Ja, ey, haut doch ab. Ey, also, der ist mir nicht wohlgesinnt. Wo ist er denn hin? Ihr habt doch das... Ich möchte eigentlich dort hoch, ja. Ich glaube, das Spiel lässt mich nicht springen, doch. Wir hauen einfach mal ab. Oh. Der schnurrt wie mein Haustiger. Wie sieht's denn aus? 70 auf weiß Leben. Och, jetzt ist der schon wieder da. Komm, hier kommst du aber nicht rein. Mein Leben schwindet dahin. Ein Schlüssel. Ich trau mich nicht mehr raus. Puh. Vielleicht sollten wir nicht so einen Krach machen. Oh. Hier waren wir schon, oder? Jo, da ist nichts. Na, hör mir auf, ich transpiriere hier vor mir hin. Mensch, hau doch ab. Oh, ja, ja, das hab ich mir wieder gedacht. Wo kann man hier lang? Wo kann man hier lang? Hier. Also wenn ich hier rauskomme jetzt, die obere Etage, die kannst du vergessen, da gucke ich nicht nochmal hin. Große Wäsche ist später. Oh, ich wechsle mal Batterien. Das war keine Batterie. So. Tatsache, es ging auf. Hier gibt es nichts. Das ist ein Gas, repede. Jo, das denke ich auch. Schnell heim. Und mich hat's in diese Richtung gedreht. Also scheint da drüben diese Häuser sein Zuhause zu sein. Zahl 69 hätte ich nicht in einem Horrorspiel vermutet. Da haben sie irgendjemand an die Wand geklatscht. So, mehr gab's hier nicht, oder? Das ist ja die Bude, wo wir herkommen. Da gehe ich nicht nochmal rein. Vergiss es. Sag mal. Oh ja, die ist ja sehr matschen. Meine Taschenlampe. Habe ich hier irgendwo in der Spielbeschreibung gelesen, dass man damit eigentlich sorgsam umgehen soll.
Jetzt nicht. Meine arme Pumpe, wo geht's denn hier lang? Aha. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Sees. Weiß ich, vielleicht sind das die Geschichten, die dort erzählt werden. Dass gehäutete Männer durch die Kante rennen. Und weil die keine Haut mehr haben, sind die ganz schön angepisst. Und haben so eine gewisse Wut aufgebaut auf alle Leute mit Haut. Das haut hin. Wenn wir schon mal bei Haut sind. Tja, eine Lederleiche. Können wir doch das Leder abziehen und dem Arnold geben. Damit er ein bisschen besänftigt wird. Die Häuser, die sind nicht viel wert hier. Kann man nicht viel finden. Waren wir hier schon drin? Jo. Gibt's überall nichts. Nope. Erschreckt mich doch nicht immer so. Oh. Ist ja schön, dass es hier so viele Häuser gibt und dass man in jedes Haus reinkommt. Aber leider ist hier nichts drin. Mach meine Batterien schon wieder einen Schlappmann. Doch niedlich. Schweinchen, bei euch bleibe ich. Ihr seid viel lieber als der blöde Arnold hier. Was ist das? Na, leckst mir am Ärmel. Die haben sie gekreuzigt und aufgespießt und gepfählt und... Wow. Wieder ein Haus mit nichts. Unser Haus. Dann schauen wir doch mal rein. Hallo Frau. No, no, nu cred așa ceva. Te să fug mai departe de aici. Ich sollte schnell wegrennen. Der Liebhaber meiner Frau hat sich gleich aufgehangen, wo er gehört hat, ich komme. Aber meine Frau hätte er leben lassen können. Tja, schaurige Geschichte. Und er hat sich gesagt, ich sollte hier wegrennen. Irgendwie scheint das nicht real zu sein. Also gebt mal Gas. Mein Zuhause war einmal... Schissen Batterien werden immer schwächer. Opa. Jetzt hat er mich noch gar alle gemacht.
das hat doch schon mal ganz gut angefangen. Da. Și aceasta a fost legenda acestui ah, sat. Der Opa. Nu știm de ce s-a întâmplat. Hat seiner Nichte die oder seinem Enkelkind die Legende von diesem Ort erzählt. Dragă nepoată. Dar es passiert immer noch. Nu este sei sigur. Vorsichtig, hier herum ist es nicht sicher. Loading. Das Spiel kann auch Helligkeit. Ja, UFOs können sie aber nicht. Kapitel 2 kommt bald. Also war es das. Was soll ich sagen? Es hat mich ein paar Mal fast vom Hocker gefetzt hier. Also die Jumpscares sind nicht von schlechten Eltern. Es war ein bisschen viel Laufen und man merkt, es ist ein Early Access Titel. Also im ersten Kapitel, also im Wald, hatten wir keine NPCs und die Häuser waren mir doch ein bisschen sehr leer. Aber das kann ja alles noch gefixt werden. Könnte ein recht gutes Spiel werden. So, damit verabschiede ich mich für heute. Ciao, ciao und bye, bye.